buy something, anything. Oh, come now, help an old woman and buy something. Hätte sie nicht gelacht, würde ich wirklich glauben, dass es einfach nur eine alte Frau ist. Aber wegen der Lache und ihren doch recht komisch aussehenden Händen, denke ich mal, dass sie irgendetwas anderes ist. Aber sie verkauft uns Zeug und das ist das Wichtigste. Ein zerbrochenes Schwert, eine Handaxt, ein Knüppel, eine Faustwaffe. Nicht interessant, aber hier. Reisende Händlermütze, reisende Händlercode, Handschuhe und Dingensbummens. Hosen. Die könnten zu einem Magier passen und haben einen netten Effekt, den ich auch nur weiß, weil ich schon mal hatte. Diese Mütze sorgt nämlich dafür, dass die Chance, Gegenstände zu finden, erhöht wird. Also ähnlich wie der Schlangenring in Dark Souls 1. Und er kommt aus Lanafir, ist das weit entfernteste Land zum Süden. Und hat eine strenge Regelung für Isolierung. Also niemand kommt raus, niemand kommt rein. Der seltene Besucher aus Lanafir sieht immer ein wenig komisch aus. Gut, also das würden wir uns kaufen. Ich weiß nicht, ob ich alles kaufen würde. Weil die Dinger hier haben keinen Bonus. Aber ich denke, man sollte sie kaufen, damit man halt nicht wie ein Clown aussieht. Weil wenn ich jetzt meine komische Robe hätte und das da, ich weiß nicht, wie gut das zusammenpasst. Gucken wir mal. Dann haben wir 5 Human Effigies, die sehr praktisch sind, aber auch schweineteuer. Dann Heilsteine, Zauberspruchdinger und Wurfmesser. Die übrigens hier auch endlos, die 3 Sachen. Aber es sind genau 3 Sachen, die wir nicht mehr so wirklich brauchen. Ein Pharaoh's Lockstone steht unten drunter. Activates Pharaoh's Contraptions. Das sind sozusagen Secrets. Also man findet in der Welt öfters Stellen, wo man so ein Ding reintun kann. Und zwar sehr, 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 sehr viele. Und es macht Spaß, alle zu finden und freizuschalten. Und hier könnten wir den ersten Stein davon kaufen. Kostet allerdings 4000 Seelen. Das mache ich lieber später. Und zu guter Letzt einen Schlüssel. Lenigrast Schlüssel. Öffnet die Schmiede in Majula. Der wird auf jeden Fall gekauft. So. Und Zaubersprüche. Ein Miracle für uns interessant und nochmal einen Soul Arrow. Den kaufen wir sofort, weil dadurch können wir jetzt 60 Mal den Spruch sprechen. Was ja doch schon wesentlich angenehmer ist und will ich mir ganz so viel messern müssen. Und wir haben noch 2200 über. Das heißt, ich kaufe mir die Mütze. Jo. Und ich kaufe mir die Handschuhe. Weil Handschuhe haben wir, glaube ich, noch keine. Und wenn, sind die total schäbig. So. Ja, doofes, kichernes Vibe. Guck mal, wie es aussieht. Ausrüsten. Helm. Du da. Passt schon mal zur Robe. Also ist jetzt schwer zu sehen, weil wir halt aussehen wie ein Ghoul und im Dunkeln stehen. Aber es passt zur Robe. Und die Handschuhe. Traveling Merchant. Hat sogar ziemlich gute Resistenzen und so. Oh, was sehe ich da gerade? Player-Status. Hier unten rechts steht Belastung 34% haben wir schon. Das ist ganz schön viel. Eigentlich sollten wir unter 25 bleiben, damit wir schneller laufen können, besser rollen und so weiter. Ziehen wir die Hose aus? Was? 3,6, 3,8, 3,3, 2,6. Dolch wiegt nur 0,5. Da müssen wir mal gucken, wie wir es in Zukunft halten. Ich hoffe mal, dass solange wir unter 50% bleiben, das jetzt einigermaßen okay ist. Ja. Sonst müssen wir vielleicht ein-, zweimal Belastung steigern. Mal schauen. So, Sprüche einstellen. Klick. 60 Stück. Oh yeah. Sehr gut. Damit können wir jetzt richtig schön Unfug anstellen. Vor allem können wir auch weiter rumlaufen und mehr machen als vorher. Weil ihr hattet ja schon gesehen, als wir ein bisschen freizügiger waren mit den... Was zur Hölle? Abgeschlossen. Achso. Tack. Tack. Einfach kaputt machen. Wozu Schlüssel? Aber ihr hattet gesehen, als wir gegen den Weißen gekämpft hatten, konnten wir da nicht weitermachen, weil wir nicht genug Zaubersprüche hatten.
Und es ist immer schade, wenn man ein Lied nicht komplett beenden kann, nur weil irgendetwas fehlt. Und das müssten wir jetzt schon ein bisschen verbessert haben, dadurch, dass wir jetzt noch zu viele Sprüche haben. Oh, warte mal, Rollen war einfacher, oder? Ja, Roll's kaputt, Talana, Roll's kaputt. Heilstein, Handaxt. Und ich werde die Sache auch nur einmal kaputt rollen, weil dann weiß ich, dass da was ist oder auch nicht. Mehrmaliges kaputt rollen bringt nichts. Also der Raum hier ist gesichert, bis auf die Truhe. Achso. Auch eine Sache, die man sich angewöhnen sollte, ähnlich wie in Dark Souls 1, Mimics. Also immer testen, bevor man was öffnet. Repair Powder. Oh, praktisch. Die können wir öffnen, ohne kaputt zu hauen. Jupp. Oh, okay. Wusste ich doch, dass ich gerade was gehört hatte. So ein Bye bye. Du siehst wichtig aus. Das ist eine richtige Metallkiste. Estus Flask Shard. Ja, sehr schön. Und ein Small White Sign Soapstone. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das kommt auch gleich in meine Quickliste. Und kommt gleich... Wo ist das Ding? Da. Sieht aus wie ein kleiner Pilz. Aber ist eigentlich ein weißer Speckstein, wo ein Lederband rumgewurzelt wurde. Wird benutzt, um einen Summoning Sign zu setzen. Dadurch wird man in eine andere Welt beschworen, wo der Meister dieser Welt Hilfe braucht. Also ein anderer Spieler guckt auf den Boden, sieht diesen weißen Schimmer da schweben, aktiviert ihn und wir werden herbeigerufen, um ihm zu helfen, bei was auch immer er gerade tut. Meistens Bosse. Diese weißen leuchtenden Schriften, die sehen wir momentan nicht, weil wir gerade in Hölle sind. Deswegen ist es halt auch recht praktisch, häufig als Mensch rumzulaufen. Gerade wenn man in irgendwie Probleme hat, dann wird man halt kurz menschlich und ruft dann Hilfe herbei. Wobei ich versuchen will, das möglichst ohne andere Hilfe zu schaffen. Weil wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht, also einfach vor jedem Boss gucken, ob ein anderer Spieler mithelfen will und dann mit einem anderen Spieler zusammen den Boss machen, ist das super einfach. Da kann man das Spiel durchrushen wie nichts Gutes. Aber ich finde das halt ein bisschen langweilig. Deswegen werde ich versuchen, so viele wie möglich komplett allein zu machen. Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass mit einem Dolch ich gegen eine Hellebarde super ankomme. Also ja, eine Hellebarde hat dezent mehr Reichweite, aber sie ist irre langsam. Oh mein Gott. Ich dachte, sie wäre irre langsam und wir können dazwischen einmal schlagen, damit er unterbrochen wird und dann weiter draufhauen. Ich sollte einfach zaubern, verdammt. Bin Magier, sollte zaubern, nicht komische akrobatische Aktionen mit Dolchen einlegen. Also geh da hin, schnapp deinen Seelenhaufen. Ja. So, also ich hatte am Anfang erwähnt, dass wir zwei Möglichkeiten haben, wo wir weitermachen können. Das war eine davon. Und hier haben wir jetzt schon wieder mehrere Möglichkeiten, wo wir weitermachen können. Nämlich, man kann hier runterspringen und da unten kämpfen. Oder man könnte da hinten weitermachen. Ich guck erstmal hier runter. Hops. Und ich höre wieder ein Knurren. Ah, da unten. Geronimo. Bye bye. Aber jetzt überlebt. Das ist mal peinlich, wenn man Leuten bye bye sagt und sie gehen nicht. So, es geht hier mit einer Treppe, mit einer Leiter runter. Wo eventuell gleich wieder jemand hochkommt, der ein bisschen stinkig ist. Und hier geht's auch noch lang. Da ist Loot. Hier. Oh oh. Hier waren wir schon mal. Hier war der Typ, dessen Füße wir gesehen haben und sein Kumpel hat uns in den Bus geschossen. Das ist also nur eine Abkürzung, Schrägstrich, schneller Weg zurück. Schieß. Jo. Weg. Weg. Füße. Weg. Weg. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch. Und hier ist noch einer, aber den ignoriere ich mal kurz. Jo, jo, jo. Oh, hey, 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 hey. So. Mehr Fläche zum Spielen. Jetzt komm hoch. Ah,
Da bist du ja. Okay. Zack. Sehr schön. Also, wieder runter. Wieder hier runter. Und diesmal nicht links in diesen Durchbruch durchgehen, sondern da hinten zu dem funkelnden Leuchten. Da. Da müssen wir springen. Oh. Human Effigies. Haben wir langsam schon ein paar von. Das heißt, ich könnte versucht sein, wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal gestorben sind und wir zu viel permanente Lebenspunkte verloren haben, in Anführungszeichen, oder geblockt bekommen haben, dass wir dann mal eins davon benutzen. Oh, ich kann runtersnipern. Sehr schön. Pew. Pew. Oh, oh. Ja. Nachteil beim Zaubern. Man rutscht bei jedem Zauber einen kleinen, dicken vor. Was ich gerade sehr gut demonstriert habe. Man sollte das also nicht unbedingt immer am Abgrund machen. Könnte wie du. Könnte wie du. Also hier runter. Hier hat gleich irgendjemand geknurrt. Du, Test. Warum? Oh oh. Das ist jetzt nicht gut. Ist unsere Seelen nämlich weg, wie die da liegen. Hä? Na gut, hatte der Discounter was zum Aufschreiben. Also nicht wegen dem Tod, sondern da war ja auch öfters mal so eine, wie viel Seelen hat denn Gerugan schon in komischen Aktionen verloren? Und das waren jetzt die ersten. Genau, weil der Haufen da ist leer. So, wir sind Magier, wir zaubern. Da ist noch einer. Zaubern. Kleinen Rest können wir machen. Boah, ich sollte... Hey, warum? Doch, roll dich. Das war komisch. Warum hast du nach einem Zauber und einem Dolch immer noch Leben gehabt? Sehr komisch, sehr komisch. Ich glaube, ich nehme mal die Leiter hier runter. Rutsch. Rutsch. So, erstmal umgucken, ob hier irgendwas an Gegnern ist. Da brennt Feuer und ist Loot. 3 Life Gems, sehr schön. Hier sind 3 Gegner und komische Steinstatuen. Statuen hatten wir schon mal gesehen, ne? Das ist also eine Statue, die in einen Weg blockiert. Vielleicht finden wir hier etwas, um die Statuen aufzulösen. Hier. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Überall versteinerte Statuen, Feuer auf dem Boden und ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da rein wollen. Da ist noch eine Höhle. So, und hier kommen wir dahin, wo wir vorhin runter wollten. Also von da haben wir runtergesnipert und sind runtergepurzelt und sind hier gestorben. Und haben die Seelen, die schönen Seelen, auf dem Boden liegen lassen. Ein Helm. Ja. Und man hört hier irgendwas rumpeln. Jetzt nicht. Jetzt. Da rumpelt was. Das wird im anderen Gang sein. In dem Feuergang. Schatz voraus. 16 Bewertungen. Ah, hier ist Loot. Da hinten ist eine Feuerkröte. Hast du... Was tut noch einmal hier? Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich raus. Erstmal dich töten. Du blockierst unsere Zauber, das ist nicht schön. So, kommt noch irgendwo Verstärkung? Nee, das ist ein anderer Spieler. Hey. So was kommt häufiger vor. Dass ihm irgendwelche Sachen in den Rücken fallen oder hinter einem aufstehen und so. Muss man echt vorsichtig sein. So, Kröte. So kommt das Feuer. Kann ich dich targeten? Oh. Na, mit etwas Glück könnte man das Ding vielleicht sogar treffen.
Hey, es geht. Wow, hey, hey, hey. Okay. Wenn man es in Ruhe lässt, pustet es nur auf ein kleines Feld vor sich. Wenn man es ans Bein pinkelt, pustet es wohin es will. Oder? Jo. Roll dich. Okay, das können wir erstmal knicken. Bis wir das Gebiet einmal resettet haben, denke ich. Oh, da ist noch Gegner. Ich sollte mich heilen. Ruhig auch mal mit der Flasche. Wenn ich mich durchgehe mit den anderen Dingern da heil, dann verbrauchen wir zu viel Geld und Ressourcen. Ah, 500 Seelen. Das ist mau. Sehr, sehr mau. Soul of a Lost Undead. Ja, hier möchte ich jetzt etwas hinschreiben. Equipment. Achso, den Speckstein dahin. Und habe ich schon was zum Schreiben? Nee, habe ich nicht. Ah, schade. Weil hier ist eine Stelle, auf die sollte man jeden aufmerksam machen. Es sieht hier so aus, als könnte man auf dem Baum lang balancieren, dann da hinten irgendwo hoch und dann dahin hoch und so. Nein. Nein. Ich habe da eine gewisse Zeit verbracht, das geht nicht. Es ist nichts da. Auch wenn man darauf rumtouren kann, da ist nichts. Das Gebiet da oben, da kommt man später anders hin. Und auch zu dem Loot da. Aber hier über den Baum, nix. Deswegen würde ich da ganz gerne hinschreiben, pointless. Ausrufezeichen. Aber ich habe das Schreibding leider noch nicht. Weg mit dir. Und jetzt sind wir da, wo wir letztes Mal runtergefallen sind. Okay, lauf. Das heißt, dieses Untergebiet haben wir jetzt abgeschlossen, außer die Höhle mit dem Feuerfrosch drin. Das merken wir uns für später. Und hier kommen wir nicht wieder hoch, also müssen wir durch die Nische hier, wo der helle Badentyp ist. Hier. Okay, zwei Hände. Hüpf, hüpf, hüpf. So, hinter uns ist was, aber es akkrut gerade nicht. Okay. Und jetzt wieder Füße, Brust. So. Füße. Na komm. Au, hey, hey, hey. Das war nicht geplant. Letztes Mal hast du nicht durchwerfen können. Und ich kletter diesmal nicht hoch, sondern schieß gleich auf den. So. 830. Ist schon mal ein Anfang. Jetzt würde ich eigentlich nur ganz gerne noch zum Leuchtfeuer. Und da einmal Flasche auffüllen, Lebenspunkte auffüllen, Zauber auffüllen. So. Und dann, nächste Folge, können wir entweder da runter, was ich wahrscheinlich werde, oder wir könnten nach Majula zurück und von Majula aus mal das andere Gebiet angucken. Weil das ist auch ziemlich interessant, weil es hat sehr, sehr andere Gegner. Also von der Art, gegen sie zu kämpfen und was sie so machen, was die aushalten, ist ein schöner Kontrast zu dem Gebiet hier. Weil das Gebiet hier könnte fast in die Wirklichkeit reinpassen. Also die Gegner sind Menschen, auch wenn sie tot sind, aber sie sehen noch einigermaßen humanoid aus, es ist eine Festung und so. Aber das da drüben, das ist schon was anderes. Hat was. Also ja, entweder nach da drüben oder hier unten weiter. Oder, jetzt wo wir neue Zaubersprüche haben und das Gebiet resettet wurde durch das Leuchtfeuer, könnten wir auch wieder runter gucken zum Feuerfrosch, ob wir da noch irgendwas abstauben können. Also, bis gleich.